IR-Tarnung. Tarnanzug Spezialeinheiten 2021. IR-Schutz. Kommando. Phantom Leaf Produkte Z2 Survival Pete. Ich bin mal gespannt. Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und ich stelle euch heute diesen Tech Tarnanzug vor. Ihr könnt damit nicht nur einen Rückwärtssalto machen, sondern ihr könnt damit... Hey, das feier ich! Das finde ich geil! So, ja? Das musst du nur ein bisschen rauskitzeln aus dem Survival Pete. Ich finde so, das könnte sich zu so einem kleinen Intro-Gag entwickeln, ja? Wenn er so das Video anfängt, meint er, keine Ahnung, geht einfach so los. Er macht als allererstes im Video immer erstmal einen Backflip. Oder? Find ich schon geil. Da holt sich die Zuschauer schon mal ab. Machst einen Backflip und dann sagst du, ey Leute, ich bin Survival Pete. Heute stelle ich euch Bababam vor. Das sehe ich, oder? Der Chat auch. Wer ist das? Was passiert hier? Aber da hast du erstmal die Aufmerksamkeit. Video geht los, Backflip. Alle erstmal, hö, damit habe ich nicht gerechnet. Ich sag's dir, mein Freund. Ich würde, doch. Das ist es. Das könnte so ein Markenzeichen von dir werden. Das sehe ich. Dann heißt es, ey, hast du den Typen gesehen, der immer da am Anfang diesen Backflip macht? Ja, ja, ja. Ne? Und alle, WTF, hätte ich ihm nicht zugetraut. Ja, ja, Leute. Der gute alte Karate-Peter hat wieder zugeschlagen. Damit auch noch euch mit der Umgebung tarnen. Survival Pete. Das hier ist von Phantom Less WASP. Zone 2. Zone 2, okay, okay. Das, wir haben uns doch von den Jungs, wollte ich schon sagen, ja, Jungs, Mädels, wie auch immer, das Video angeschaut mit diesen verschiedenen Tarnmustern, wo das auch dabei war, ne? Ich glaube, das waren die. Und ich glaube, das war auch genau dieses Tarnmuster. Und dieser soll IR geschützt sein. Mhm. Und mehr dazu in diesem Video. Geil! Einfach so ein Rucksackcover mit so kleinen Blättern dran. Aber irgendwie ist geil. Schon stark von der Farbgebung so, ne? So, wenn ich mich jetzt halt nicht bewege, dann sollten die Klamotten eigentlich schon richtig gut mit der Umgebung verschwimmen. Ja. Noch kann man mich gut erkennen. Mein Gesicht und meine Hände sieht man noch. Ja. Und die werde ich jetzt auch noch tarnen. So, ich werde jetzt meinen Rucksack wegwerfen, werde meine Hände und Gesicht verschleiern und ich werde mich dann mit einem modernen Ghillie hier drinne verstecken. Das mit die, also bei diesen Tarnvideos immer dieses Rumgerenne und Rumgehopse finde ich mal ein bisschen komisch, aber gut. So, wie kann man wahrscheinlich auch gut sehen, ja, weil ich hier im offenen Feld rumliege. Ja, aber also klar, ne, man weiß ja jetzt, man achtet ja drauf, man sieht man ganz gut, dass er hier ist. Den Rucksack erkennt man natürlich ganz stark, einmal wegen der Kante hier unten und auch wegen diesen Falten. Aber wenn man jetzt überlegt, dass er jetzt oder auch der Rucksack irgendwo ja, da am Rand liegen und da würden irgendwelche Leute vorbeigehen, das wird nicht gesehen. So, nächster Test. Okay, 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 okay. Hier hinter, glaube ich. Hier. So, ja. Gut. Upp, nächster Test. Okay, nächster Test. Ich stopp jetzt mal nicht. Ich sehe nicht hier. So, dann komme ich mal einfach hier vorne. Ja, gut, da ist er ja komplett hinter dem Baum hier. Vor. Ja. Oh, krass, habe ich nicht gesehen. Ich habe die ganze Zeit hier hinten im Feld drauf geachtet, aber er lag hier vorne. Da muss ich nochmal zurückspulen. Oh, heftig. Schon starke Tarnwirkung hier, oder? Ja. Diese Blätter verschleiern heftig den Ding. Wo ist er? Hier? So, ich komme jetzt mal hoch. Hier? Ah ja, okay. Okay, aber trotzdem interessant. So. Hier habe ich meinen Rucksack liegen lassen. Mhm. Ich brauche eine Nahaufnahme von diesem Outfit gerade. Ey, da sehe ich mich in dem Ding, oder? So? Ey, sieht schon stark aus. Wie das aussieht, Alter. Stell dir vor, ich renne so rum. Auf der Tour.
Der bewegende Busch. Stark! Ich glaube, ich brauche den Scheiß. Ja, ich verlinke euch alles nochmal unten im Video, falls ihr euch dafür interessiert. Also, es gibt einmal hier diese Feldbluse. Die hat hier vorne Klett. Das heißt, man kann hier leichter Handschuhe an- oder ausziehen. Mhm. Und auch hier besteht das einfach nur aus Klett. Ja, hier spart man sich die Knöpfe. Das hat hier oben so eine zwei große Taschen. Einmal links und einmal rechts. So dass man hier auch Kartenmaterial oder Ausrüstung reinstecken kann. Ja, und dann gibt es hier einmal so eine Platte. Die kann man komplett abziehen. Mhm. Falls derjenige Patches hat oder so. Ja, kann man das hier austauschen und hier seine eigenen Patches draufkleben. Auch hier. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so ein Typ von so einem Komplett-Outfit. Aber so wie ich es jetzt gerade bei meinem Wintertarnanzug habe, finde ich es ganz geil. Du hast einfach normale Outdoor-Klamotten an, aber dann so ein Tarnanzug, ganz, ganz dünn, klein, den du zusammenpacken kannst, den du einfach schnell überziehen kannst. Und wenn du keinen Bock mehr hast, ziehst du ihn aus, aber hast halt normale Klamotten eigentlich an. Oder normale Outdoor-Klamotten. Das finde ich irgendwie ganz cool. Das wäre mir jetzt einfach schon zu drüber. So, weiß ich nicht. Wieder von beiden Seiten. Ja, und wer möchte, kann natürlich auch hier oben, ne, irgendwelche Dienstgrade raufkleben. Raufkleben, sage ich schon wieder. Reinstecken. Ja, die Hose, die finde ich immer sehr interessant. Die hat hier diese dicken Knöpfe. Das ist die KSK-Hose. Ja, ja, und hier die Taschen. Damit du mit Handschuhe das Ganze aufmachen kannst. Bei allen anderen KSK-Hosen kannst du halt hier mit dem Band festzurren. Ja, jetzt schlabbert es. Dann habe ich hier hinten einmal so eine Schlaufe. Ziehe ich einmal hier unten lang. Man sieht es hier dann auch. Und dann wird sie fest und liegt eng am Bein und schlabbert nicht mehr so doll rum. Falls man jetzt über Hindernisse oder so muss, ganz praktisch. Ja, auch hier die Hose hat einen sehr guten Bund hier oben. Da passt sogar so ein dicker Gürtel hier rum. Das finde ich ganz gut. Es ist wie eine Jogginghose. Also man kann wirklich damit sich frei bewegen in allen Richtungen. Ja gut, das ist jetzt halt gerade weiter ein Product Review so ein bisschen, ne? Zukaufen und die kann man dann hier überall so ein bisschen reinflechten. Ja, und schon gibt es hier eine bessere Struktur. Die Jacke, die finde ich richtig gut, weil die hat hier drinnen diese Zurgurte. Heißt das ein Zurgurt? Diese Gurte halt, womit man die Jacke schön an der Hüfte eng anschließen kann. Ja gut, ich wollte mir jetzt kein komplettes Product Review hier angucken von den ganzen Sachen. Das finde ich sehr schade. Aber so kann man wenigstens auch... Was ist mit dieser Jacke hier? Irgendwann haben, dort reinzukommen. Die, vielleicht ist das was für mich. Also, diese ich bin ja auch ein bisschen Gilly oder sowas. Passt gerade so. Also, ja. Ja, was bringt ein Tarnanzug, wenn man ihn nicht richtig verschleiern kann? Also, wenn man die Kontur nicht richtig brechen kann? Deswegen habe ich mir noch hier so einen Überwurf-Poncho geholt. Das Ding sehe ich bei mir. Und die Blätter hier, ja, die muss man leider einzeln kaufen. Was? Den gibt es ohne die Blätter. Das finde ich sehr schade. Ja, wenn da mit Blättern. Aber so kann man wenigstens auch hier in den ganzen Schlaufen, die hier vorhanden sind, Naturmaterialien reinstecken. Hm. Ich habe hier jetzt nur diese Kunstblätter drin, weil die halt sehr leicht sind. Auch hier das ganze Teil ist sehr leicht. Hm. So, und da ich hier jetzt so viele Blätter hier oben raufgepackt habe, werden hier natürlich auch die Konturen ganz gut gebrochen. Hm. Und so kann man sich dann überall hinlegen. Wie schon gesagt, hier kann man noch viel, viel mehr reinstecken. Hier sieht man das. Ich würde so um die 800 Blätter da reinflächen, glaube ich. Das auch. Überall sind hier diese Schlaufen. Aber trotzdem sind noch lange nicht die Hände und das Gesicht getarnt. Ja, leider muss man hier alles einzeln kaufen. Das gibt es leider nicht als komplettes Paket. Ja, finde ich schade. Das heißt, wenn ich so einen... Ja gut, es hat ja schon einen Grund, warum sie einzeln gibt, damit du halt, wer da keinen Bock auf die Blätter drauf hat, das halt so kauft und wer sagt, ey, ich habe Bock auf Blätter, der kann ja einfach dazu kaufen und sich halt alles individuell zusammenbasteln. Also ich verstehe das Konzept dahinter schon. Poncho hier nicht habe, den ich überwerfen kann, dann reicht das auch vollkommen aus, dass ich halt so eine Gesichtsmaske habe. Ja. Weil hier kann man dann auch oben einmal die Blätter fixieren und dann hat man halt hier oben so ein... eine kleine Palme auf dem Kopf, ja, mit diesen Kunstblättern oder halt mit den natürlichen Ästen. So, jetzt sehe ich schon ein bisschen kriminell aus, aber so sieht aus wie so ein wie ein Turtle, oder? Kann man sich halt besser tarnen und dann verstecken. Und jetzt kann man auch hier von dem Poncho einfach die Mütze rüberwerfen und dann kann ich mich jetzt so durch die Gegend bewegen. Aber nein, es fehlen immer noch die Handschuhe. So, für Handschuhe gibt es hier extra so eine
Gamaschen, könnte man sagen. Gamaschen für Handschuhe. So. Hier wird der Mittelfinger dran befestigt. Das heißt, man braucht selber Handschuhe. Ich habe jetzt hier meine BW-Handschuhe. Den Mittelfinger einmal durch das Gummiband steckt. Dann braucht man das immer einzeln nicht wieder ran und abmachen, sondern man kann einfach den ganzen Handschuh so abziehen und das hält von alleine da dran. Das heißt, diese Tarnung bleibt einfach. Das ist schon mal sehr gut. Ist so simpel, aber so einfach und man kann einfach wieder reinschlüpfen. Schon mal dafür Daumen hoch. Daumen hoch. Aber wir haben den jetzt Daumen könnte man gesehen. Denken, wir wären fertig, aber nein. Nein. Es gibt noch die allerechte Tarnanzug Spezialeinheiten 2020 R-Schutzbrille. Kann noch die Schuhe tarnen. Das hätte ich nicht gedacht, aber es gibt dafür auch noch was. Man kann hier so eine Schuhbeutel holen. Und das ist ganz einfach. Man steckt hier einfach den Fuß rein. Und fertig. Man verschleiert somit einfach die Fußform. Krass. Cool, oder? Ja, sieht halt irgendwie scheiße aus, machen wir uns nichts vor. Aber der Effekt ist wahrscheinlich gut, weil du halt die Silhouette brichst. Ne, das sind ja immer diese wichtigen Sachen, auf die es ankommt. Klar, zum einen die Farbe und so weiter, aber ganz oft geht es einfach darum, die Kanten, die Silhouette zu brechen, weil das ist das, was auffällt. So. Sieht aus wie Mammutfüße. Ja. Oder man benutzt sie ja auch für kleine Taschen, die man abdecken kann. Ja, oder auch als Badehaube, ne? Wenn man einen großen Rucksack hat und man will noch was an die Seite packen, durch Molle schlaufen, dann kann man auch hier diese Taschen, die man daran befestigt, halt mit diesen Schuhdingern abdecken. Oder man werft hier einfach irgendwas rein, verbindet hier diese kleinen Ösen miteinander und dann hat man eine Tasche. Also multitaskingfähig, diese kleinen Beutel. Multitaskingfähig, nicht multi-used, das wäre Quatsch, sondern multitaskingfähig. Diese Beutel können zwei Sachen gleichzeitig. Soweit erstmal von mir und meiner neuen Ausrüstung. Ich hoffe, sie gefällt euch, also mir gefällt sie. Und ja, greift zu, solange der Vorrat reicht. Denn meine Tarnklamotten, die ich vom Pinewood habe, die existieren nicht mehr auf dem Markt. Und wer weiß, vielleicht existieren die hier auch bald nicht mehr. Einfach kurz die Firma gedisst. Ja, vielleicht existieren die auch nicht mehr, weil die Firma einfach insolvent geht. Nee, interessantes, spannendes Video mit den Sachen tatsächlich. Die Frage ist halt, ob er da jetzt für einen krassen Anwendungsbereich hat. Also, ne, sieht man jetzt die nächsten Videos ihn ja nur so rumrennen, das wäre halt auch komisch. Ich weiß nicht, ich bin auch immer so ein bisschen zwiegespalten, ja. Irgendwie finde ich es geil, aber, ja. Als zum Beispiel auf der Wintertour in diesem Winter-Tarnanzug habe ich mega gefeiert, finde ich witzig, so, ne. Das ist, für mich ist das auch ein bisschen mehr Spaß, so einfach da in dieser Schneelandschaft mit so einem komplett weißen Anzug rumzurennen. Das ist einfach so, weil ich es irgendwie geil finde. Ja, das hat doch nichts mit martialisch oder Militär oder irgendwas, das ist ja Quatsch. Hat damit nichts zu tun, ich find's einfach irgendwie cool. So, und es muss halt irgendwie so ein bisschen halt auch dazu passen, so. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt eine Tour mache und hier so die ganze Zeit rumrenne, das wäre mir, glaube ich, zu drüber. Ich weiß auch nicht. Aber spannend finde ich es trotzdem. Ja. Schaut gern beim guten alten Karate-Peter vorbei. Ja, man kennt ihn. Man kennt ihn.